Es ist einfach viel zu lange her. Allerdings ist hier so viel erleuchtet. Moment mal, hier komme ich her. Hier war ich schon. Finde sie. Lässt sie nicht bewegen? Na toll. Und da bin ich hier schon hochgerannt? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe echt keine Ahnung. Ah, doch, ja. Hier war ich schon. Klar. Hier ist das, dieser Küchenraum mit der Säure. Oh, shit. Oh, shit. Kommt er jetzt da rein? Oh, mach keinen Scheiß, hey. Hoffentlich kommt er jetzt nicht hier rein. Shit. Oh fuck. Oh please no. Oh fuck. Komm, verzieh dich. Hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Mann, das Vieh ist hier viel aktiver als sonst woanders. Hallo? Oh Mann. Ich mag gar nicht mehr hier rausgehen. Muss mal gucken. Okay, weg ist er schon. Scheinbar. Aber nur scheinbar. Ich sehe ihn halt nicht mehr. Okay, hoffen wir das Beste. Vielleicht ist er ja wirklich weg. Okay. Gut, hier ist nur Dunkelheit. Ich muss mal schauen, was mache ich jetzt mit der Säure? Warte, hier kam ich her. Die Tür ging nicht auf. Es ist mit Säure gefüllt. Kann ich da Türen mit aufätzen oder sowas? Gucken wir mal. Okay. Kann ich die Türen damit aufätzen? Es würde nichts bringen. Das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Okay. Also das würde hier nichts bringen. Scheiße, ist viel zu hell, was ich da gemacht habe. Ich Depp. Naja, was soll ich machen? Sprinte ich einfach von Dunkelheit zu Dunkelheit, ne? Hallo? In der Hoffnung, dass ich mich hier irgendwie durchschleichen kann. Hier habe ich jetzt aber irgendwie nicht so schlau ausgeleuchtet. Hier ist einfach nur Facken, Zappen, Ratzen, Scheißen, Duster. Und ich sehe einfach nichts. Dann mache ich, glaube ich, hier nochmal hell. Dann kann ich nämlich immer einigermaßen strategisch sehen, wo auch das blöde Monster gerade ist. Was immer recht wichtig ist. Ich habe nur keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich weiß nicht mehr, wofür ich irgendeine merkwürdige Säure gebrauchen könnte. Wo ich mich reinätzen will. Keine Ahnung. Keinen blassen Schimmer, sag ich euch. Keinen. Ist sie tot? Fragte gerade die Stimme. Ich guck mal, ob ich da durchkomme. Ah, guck mal, Tinderbox. Vielleicht kann ich jetzt hier das Schloss aufsäuern. Ja, also. Die Säure hat das Schloss schwer beschädigt. Die Säure hat das Schloss schwer beschädigt.
Oh, shit. Oh, nee, lass mal gut sein hier jetzt. Oh, fuck. Jetzt lass mich doch, ich hab gerade eben das Ding aufgemacht. Mimimi. Jetzt hau endlich ab. Verzieh dich. Hau ab, du Arschkrampe. Was mache ich jetzt? Na toll. Was ist jetzt, wenn der Penner da einfach so stehen bleibt? Dann muss ich damit leben, dass ich einfach aufstehen und wegrennen muss, hä? Huh? Yeah, der ist nicht weggegangen. Der bleibt jetzt einfach da dumm stehen, hä? Huh? Soll ich mich umbringen lassen? Jetzt bin ich eh schon Moos, ne? Naja. Arschpisser. Autsch. Zwei Schläge. Du darfst nicht aufgeben. Hä, wo bin ich denn hier? Wie jetzt? Hä? Moment mal. What the fuck? Habe ich mich jetzt da durchgeätzt und bin irgendwie auf die andere Seite gekommen, ohne dass ich was dafür gemacht habe oder wie oder was? Da sind ja drei von den Pissern. Na prima. Öfter mal was Cooles, hä? Oh, leck mich doch. Das ist doch Kacke. Wie soll ich jetzt da vorbeikommen? What? Wo? Scheiße, da kommt ja ein neuer. Ja, hast du Töne? Hab ich gerade gedacht, der Wichser hat mich gesehen, ey. Ja, jetzt flipp halt aus. Shit. Der Wichser. Ja, hey, genau jetzt. Stop! Don't come any closer. I just wanna leave. You can't go outside. Kannst nicht. Entschuldigung, ich kann mich gerade nicht konzentrieren zu lesen. I doubt that very much. Okay, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade das nicht übersetzt habe, aber ich war jetzt gerade ein bisschen zu angespannt, um da irgendwas zu übersetzen. Eingang zur Zisterne. Mach mal kurz eine Pause hier. Schau mal kurz, wie lange ich schon dabei bin. Okay.
Hier kommt mir meine halbe Stunde vor wie eine... Er ging vorsichtig über das unbekannte Land und sah über seine Schulter zu seinen Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempe seines Hutes wie zum Abschied. Alrighty, Mighty. Aha, die Abflusskanalisationen werden also als Transportmittel verwendet. Ja, sie wurden gebaut, um Wasser von einer unterirdischen Quelle umzuleiten. Es lag nahe, sie in der Gesamtstruktur einzuarbeiten. Aber wir werden sie nicht verwenden. Nicht heute. Der Strom ist saisonabhängig. Und wenn die Quelle austrocknet, wachsen in den feuchten Tunneln giftige Pilze. Es gibt natürlich ein Gegenmittel, aber darum kümmern wir uns heute nicht. Komm lieber hier entlang. Wir sind fast da. Also auch hier waren wir scheinbar dann schon. Mit unserem kleinen, freundlichen. Aber wenn hier außerhalb der Überflutungszeit das Wasser ist zu tief, um es sicher zu durchqueren. Ah, okay. Dann muss man wahrscheinlich versuchen, das Wasser irgendwie abzusenken. Mhm. Das macht sogar Sinn. Jui. Ja, im Augenblick komme ich aber einfach nur gerade... Oh, was haben wir denn hier? Ein Hebel. Der Hebel klemmt. Seine Getriebe müssen geölt werden. Na toll. Warte, habe ich Öl dabei? Ich habe Brennstoff dabei, Laudanum, Glas. Nee. Es rührt sich nicht. Hä? Oh nein. Oh nein. Sag doch bloß, dass ich jetzt hier... dass ich wieder zurück muss. Ja, klar, oder? Ach, du kannst mich doch mal. Das ist doch blöd so. Du Depp. Okay, cool. Ich komme also gar nicht mehr zurück. Ist das hier vielleicht Öl? Ja, das ist Öl. Guck mal an. So, jetzt sammeln wir mal ein bisschen Öl ein. Und jetzt ölen wir das Getriebe. Immer diese roten Dinger da, keine Ahnung. So. Hä? Ein gebrochenes Rohr blockiert die Leiter. Es wurde jedoch durch den Einschlag beschädigt. Aha. Der Gegenstand kann tiefer nicht verwendet werden. Die Logik. Nein! Du willst einen Hammer verwenden, um ein Rohr zu entfernen? Du spinnst ja wohl! Das wäre viel zu logisch! Ja, genau. Und gleich nochmal, mein dicker Freund. Stopp mal nach oben. Und jetzt aber. Mit Schwung und Schmackes. Bam! Wort der Rätsel. Aber das Licht, das macht irgendwie... Gib mir dieses Licht ein gutes Gefühl. Das sind Hebelchen. Ah, okay. Sehr interessant. Okay. Das Ding kommt scheinbar nicht runter. Das ist kaputt. Steuerraum. Wahrscheinlich muss ich da nachher auch noch rein. Zisterne. Gehen wir mal in die Zisterne. Er wartete, bis seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, aber es zeichneten sich weder Formen noch Konturen ab. Hallo, Zisterne. Du bist ein sehr vertrauenserweckendes Plästerchen. Look
Sie konservieren Wasser aus der Quelle. Ja, es ermöglicht mir, das Wasser in den Abflusskanälen zu kontrollieren. Außerdem kann es in vielerlei Hinsicht verwendet werden. Zum Trinken. Ja, auch dafür. Aber vor allem, um verschiedene Maschinen anzutreiben. Ah, wie Wassermühlen. Genau. Wahrscheinlich meinte der gute Bösewichtel etwas ganz anderes als das. Oh je. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn jetzt hier... Da muss man irgendwo einen Schalter finden, um das hier runter zu machen. Wenn hier jetzt weniger Gruselfaktor sich breit machen würde, sondern ein bisschen mehr Rätselfaktor, denn der Gruselfaktor, der geht mir so langsam ein bisschen an die Nieren. Ich mag das einfach nicht so, keine Ahnung. Es ist einfach nicht für meine Verfassung geeignet. Ich bin kein gruselresistenter Mensch, könnte man so sagen. Ich hab's lieber rätselig und dafür weniger gruselig. Vielleicht sollte ich dann Penumbra spielen, ne? Ja, du. Ach, leck mich doch. So, guck. Wir gehen einfach hier hoch. Ja, das ist so unlogisch. Okay, die wollen jetzt, dass man jetzt hier irgendwie hochklettert. Jeder normale Mensch könnte sich hier lässig hochziehen. Aber ist ja in Ordnung. Ist so ein Quatsch. Dann gehen wir halt hier durch. Oh, jetzt stell dich halt an wie der letzte Mensch. Du Anfänger. Guck mal, das ist eben 5 cm hoch, ja? Nein, ich kann ja nicht hoch. Ist ja in Ordnung. Ich habe so das Gefühl, dass in dem Wasser noch irgendeine Scheiße auf mich wartet. So und so. Ja, First-Person-Jumping ist immer so eine echt heikle Angelegenheit. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein als Game-Designer. Inwiefern man das Declinatio Fluxum Aqua Cloake. Lesen wir das mal. Ja, gut. Okay, dann gehen wir da rein. Hm. 7. August 1839. Es besteht kein Zweifel daran, dass Alexander fest an das glaubt, was ich nur als Zauberei beschreiben kann. Ich bin nicht überrascht. Schon als ich durch Europa reiste, wusste ich, dass ich übernatürliche Kräfte brauchen werde, um meinen Verstand und mein Leben retten zu können. Auf diesem Gebiet bin ich ein völliger Neuling und ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um mich nicht täuschen zu lassen und mich nicht zu sehr von meinen Zweifeln leiten. Okay, coole Übersetzung, wie immer. Hatten wir ja schon ein paar Mal. Alexander weckte mich früh und sagte mir, es wäre Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Er schien sich offensichtlich darüber zu freuen und wir gingen nach unten in den alten Kerker, wo er gewöhnlich seine Rituale durchführt. Es stellt sich heraus, dass Alexander ein echter Mann der Renaissance ist, der sicher nur mit Da Vinci vergleichbar ist. Er zeigte mir verschiedene Räume, die speziell für die Forschung in Gebieten wie Anatomie, Alchemie und Botanik ausgestattet wurden. Die Krone Brennenburgs muss das innere Heiligtum sein, ein heiliger Boden, wo wir den Schatten der Kugel für immer verbannen wollen. Großer Plan, Junge. Jetzt los. Was ist jetzt passiert? Was ist da?